So, macht mein Mikrofon auf. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen erkältet. Verzeihen Sie das, wenn meine Stimme manchmal weggeht. So, Bernd, du hast angedeutet, dass es die Dinge besser geworden sind, dass einiges sich normalisiert hat im Sinne von Handwerk nach vorne. Qualitätsmerkmale sind jetzt etwas präziser und in vielen Punkten, Analysen, Porträts und so weiter, gibt es da Gutes. Was meinst du aber, wenn du dann schreibst, wir brauchen mehr erklärenden Journalismus? Kann ich sagen, und ich mache es am besten an einem Beispiel. Es gab den Hannoverschen Parteitag der AfD, da wurde die Führung der AfD gewählt, im ersten Durchgang sofort einvernehmlich mehr oder weniger Herr Meuthen. Dann werden Stellvertreter gewählt. Einer kandidiert, Herr Pazderski. Wenn ich jetzt berichte im Sinne eines einfachen Berichts, sage ich, der kandidiert, die kandidiert, die kandidiert, so sind die Abstimmungsergebnisse, ich berichte das. Weitgehend hat Phoenix das auch so gemacht. Ich finde aber, man muss erklären, was da jetzt passiert und was hinter den Kulissen los ist. Und man sah, dass der sogenannte Flügel, also die Rechtsaußenfraktion, nicht stark genug ist, um einen eigenen durchzubringen, aber stark genug ist, um einen anderen vom realpolitischen Flügel zu verhindern. Also Pazderski, der Kandidierte, sollte verhindert werden. Dann steht eine Frau auf, Frau zu sein Wittgenstein, hält eine Rede. Und die Rede fängt wie folgt an. Liebe Leute, ich finde, Identität ist ein ganz wichtiger Begriff. Außerdem will ich nicht in einem Land leben, in dem junge Leute, die ihre Heimat lieben und Volkstanz machen, vom Verfassungsschutz verfolgt werden. Wenn ich jetzt Kommentator bin, muss ich nicht die Biografie dieser Frau sofort im Ärmel haben. Aber ich muss das dechiffrieren. Ich muss dann sagen, passt mal auf, Leute, dieser Hinweis mit der Identität war eine Solidaritätsadresse an die Identitären. Und wenn sie sagt, die da Volkstanz machen, werden vom Verfassungsschutz verfolgt, meint sie die identitäre Bewegung, die sie gleichzeitig verharmlost. Das ist ein Signal, von welchen Kräften sie Zustimmung erwartet. Ja? Und wenn ich das nicht tue, dann verfalle ich in das, das hat Frauke Pietrich schön gesagt in einem Interview mit Lambi. Lambi fragt sie, wann ist denn ein Bericht neutral? Und dann sagt Frauke Pietrich, wenn er die Kriterien eines Protokolls erfüllt. Ja, also sozusagen die Abfolge schildert. Und das finde ich eben nicht. Ich finde, das ist für mich, macht Redaktion aus. Ja, man muss sagen, der kandidiert jetzt, der kriegt so viel Stimmen, der kriegt so viel Stimmen. Aber man muss gucken, was ist im Hintergrund. Hier operiert ein Bündnis von Rechtsaußen und Gauland, um den Realpolitiker zu verhindern. Siehe da, darum wird die eine vorgeschoben, die wird dann wieder zurückgenommen und dann wird die Führung so, wie es von der Zentrale aus geplant war. Das ist für mich richtiger Journalismus, Erklärung dieser Hintergründe. Das meine ich. Mhm. Frau Dohr, ich weiß, wie Tagesschauen und Tagesthemen zustande kommen. Vor allen Dingen auch, ich weiß um Geschwindigkeitsdiktate, die es da gibt. Man muss schnell sein, gleichzeitig präzise. Ist das denn zu leisten, wenn wir uns jetzt aktuelle Berichterstattung anschauen, für die Sie ja auch verantwortlich sind? Ich hoffe, ja, es muss zu leisten sein. Das muss einfach unser Anspruch sein. Natürlich ist die Geschwindigkeit ein Problem, aber ich habe mich eigentlich vor allem von einem Aspekt in der Studie, in dem Bericht jetzt sehr angesprochen gefühlt, das ist die Notwendigkeit, vor Ort zu sein. Das war in Hannover der Fall, da waren wir vor Ort, da haben wir das wirklich eins zu eins beobachten können, haben da wirklich auch die Stimmung im Saal sehr genau aufnehmen können und konnten das dann, glaube ich, auch in sehr kurzer Zeit, auch in der Tagesschau, schon sehr gut einordnen. Das gelingt nicht immer leider. Und ich habe mich deshalb einfach auch sehr persönlich angesprochen gefühlt, obwohl ich als Hauptstadtkorrespondentin ja eigentlich den Job habe, im Regierungsviertel Politiker zu treffen, so jetzt im engeren Sinne. Aber gerade die AfD ist, glaube ich, eine Partei, die man so nicht verstehen kann. Die wird man so nicht erlernen. Man muss rausgehen, man muss dahin gehen, wo die Partei zu ihren Leuten, zu ihrer Basis, zu ihren Sympathisanten spricht. Dann hat man die echten Aha-Erlebnisse. Und da sind wir dann schon bei etwas, was, also Geschwindigkeit ist ein Problem, aber hinter Geschwindigkeit steckt ja immer auch ein finanzieller Aspekt. Wir sind vor allem bei den Finanzen. Damit Leute rausgehen können, Sie haben das bei den Printmedien geschildert, ist natürlich beim Fernsehen genauso. Natürlich haben wir überall Regionalstudios, Funkhäuser,
Die sind auch unter Sparzwang und es ist eben auch wichtig, wenn man als Hauptstadtkorrespondentin über die Bundestagsfraktion berichten will, dann kann man das nicht ohne auch von Zeit zu Zeit, und zwar möglichst häufig, bei wichtigen, entscheidenden Veranstaltungen vor Ort zu sein, nach Baden-Württemberg zu fahren, in den Osten vor allem zu fahren. Und das ist dann schon wieder eine Frage, wie sehr leistet sich das ein ARD-Hauptstadtstudio? Das bedeutet, wir haben keinen Überschuss an Personal, lassen Sie mich so sagen. Wir sind auch so ganz gut tagesfüllend schon beschäftigt. Wenn ich einen Tag weg bin oder eine Woche und die AfD beobachte, ist das für mich toll. Das wird auch die Berichterstattung besser machen. Aber das ist schwierig für die anderen. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei Ihnen. Wann bestellen eigentlich die Redaktionen von Tagesschau und Tagesthemen einen Bericht über die AfD? Ist es, was ja Gäbler auch angesprochen hat, ist dieses Reizreaktionsschema noch in den Redaktionen vorhanden? Es ist nicht ganz weg. Das Nein. Stöckchen zum Beispiel, das berühmte Stöckchen, ja? Das Stöckchen. Und woher wissen Sie... nicht aggressiv. Doch. Das woher Stöckchen, wissen Sie blitzschnell, das ist jetzt ein Stöckchen, das ist jetzt die rote Linie, das ist eine Provokation oder das ist einfach eine harte Aussage? Wenn Sie mir schon das Stöckchen hinwerfen, das Stöckchen war mein Unwort des Jahres 2017, eindeutig. Ich habe mich selten so geärgert. Vieles, was beschrieben wurde, Unsicherheit, Fehler, die gemacht wurden in den Medien, alles unbenommen, da stimmte vieles. Ich war nun mittendrin, wie viele andere Kollegen, ich wäre froh gewesen über einfache Rezepte, wenn sie denn tatsächlich auch was gebracht hätten. Ein Stöckchen, dieses ständige, ihr müsst ja einfach nur nicht über jedes Stöckchen springen, allerdings hat mich relativ schnell ziemlich aggressiv gemacht. Wenn man dann nämlich nachgefragt hat, was bedeutet das denn, dann war es wirklich skurril, welche Bandbreite an Antworten man bekommen hat von ignoriert die doch einfach, wo ich sagte, im Ernst, also das ist jetzt Oppositionsführerin im Bundestag, ich soll die jetzt ignorieren als Hauptstadtkorrespondentin? Ja, und das habe ich nicht von irgendeinem unpolitischen Nachbar gehört, das habe ich von Politikern aus Regierungsparteien gehört, von hochrangigen Politikern, von Kollegen aus verschiedensten Medien. So, und dann, um die Bandbreite zu beschreiben, also von ignoriert sie doch einfach als Stöckchenbeschreibung bis zu, das ist ja Wahnsinn, wie sehr die jetzt provokant auftreten, zeigt das doch einfach. Einfach so hinstellen, ohne sozusagen Einordnung. Dann begreifen die da draußen schon, dass das alles böse Nazis sind, wo ich auch. Also unfassbar. Also dieses Stöckchen habe ich dann relativ schnell als, es hat mir nicht weitergeholfen, sagen wir es mal so, aber das Reizreaktionsschema, das ist viel besser geworden. Ich habe mich gefreut über auch die Wahrnehmung eines gewissen Lernprozesses. Ich nehme den auch so wahr, es wird weniger. Geschwindigkeit, nur weil es noch, natürlich, das ist oft innerhalb weniger Stunden, dass man da eine Haltung entwickeln muss, dass man da einen Bericht entwickeln muss. Man hat sehr wenig Zeit und vor allem hat man in der Sendung sehr wenig die Zeit. Die Tagesschau um 20 Uhr ist 15 Minuten lang und da ist auch Wetter und Sport drin. Das heißt, ich habe in der Regel 1,20, ich habe 1,30. Und das ist eine Riesenherausforderung bei vielen Themen, bei der AfD umso mehr, da das reinzupacken, dass dann auch das vermittelt, was ich vermitteln möchte. Und das unter hohem Zeitdruck, aber das ist der Job, das ist durchaus möglich, denke ich, wenn man sich vorab viele Gedanken darüber gemacht hat, was man eigentlich will. Frau Amann, Sie sind die andere Praktikerin hier, was Berichterstattung betrifft. Wie verführerisch, Sie haben etwas mehr Zeit, weil es wöchentliches Erscheinen ist. Wie verführerisch ist es, wenn man ein Exklusiv bekommt von einer AfD-Person. Ich kann mich an die Talkshows erinnern zu Anfang, das war wahnsinnig verführerisch. Ja, also den zu knacken, die zu knacken. Wie ist es bei Ihnen? Also das Thema exklusiv ist bei uns jetzt gar nicht so virulent. Also ich erlebe es jetzt eigentlich selten, dass ein AfD-Mensch kommt und sagt, ich biete mich euch exklusiv an. Sie hatten ein exklusives Gespräch mit Herrn Höcke, meinen Sie wahrscheinlich? Ja, genau. Den Waldspaziergang mit Höcke. Den, muss ich fairerweise sagen, hat er uns nicht angeboten. Sondern also er wollte dann gerne dieses Format oder bot das an. Aber es war schon unser Wunsch oder mein Wunsch, ihn erstens zu treffen und zweitens ihn in seinem
soll man sagen, in freier Wildbahn zu treffen. Also ich wollte ihn schon da treffen, an dem Ort, über den er sich ja auch identifiziert und inszeniert. Und dann war ja eben das Ziel, ihn dort auch zu stellen letzten Endes. Und Punkt. Es gab Lob, es gab heftige Kritik. Es gab heftige Kritik. Sie hätten eine Home-Story gemacht, da wären keine neuen Erkenntnisse bei rausgekommen. Warum glaubten Sie, dass diese Form der Sache gerecht wird? Naja, weil, also erstmal, ich wusste nicht, ob es funktionieren würde. Ich bin hingefahren und habe mich sozusagen dem geöffnet, aber habe es jetzt auch nicht so viel anders gemacht, als ich es normalerweise mache, wenn ich AfD-Leute treffe. Ich habe da jetzt keine Geheimstrategie, die zugeschnitten ist auf jeden dieser Politiker, sondern ich habe mich vorbereitet und bin dann wiedergekommen. Das lief auch über einen längeren Zeitraum. Ich bin dann auch nochmal hingefahren, ohne ihn zu treffen, und habe dort dann noch andere Leute getroffen, die auch da leben, die mir über dieses Dorf eben erzählt haben, was das für eine Geschichte hat, auch während der DDR-Zeit. Und ich glaube, es hat jetzt wenig Sinn, wenn ich jetzt hier sage, dass ich das Gefühl habe, es hat gut funktioniert, das Modell, sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber ich gehe schon auch an solche Geschichten mit der Einstellung ran, wenn ich das Gefühl, am Ende das Gefühl habe, da kommt jetzt nichts bei raus und da ziehe ich keine neuen Erkenntnisse über die Person, dann würde ich das auch nicht machen. Und da ist die Redaktion zum Glück auch so, dass die, würde ich jetzt mal sagen, auf mein Urteil vertrauen, wenn ich denen sage, das ist jetzt irgendwie doch nichts oder das ist irgendwie schal oder ich fühle mich von dem da irgendwie gegängelt oder was auch immer, dann würden die sagen, ja gut, dann machen wir es halt nicht. Aber dafür muss man sich das auch leisten können. Das ist dann eben was anderes als bei einer kleineren Zeitung, wo das dann vielleicht die Dienstreise des Jahres ist oder sonst was ist für einen Korrespondenten. Da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten als andere Medien. Herr Weiß, ich weiß von Ihnen, dass Sie relativ streng sind mit den Rechten sprechen. Sehe ich das richtig? Haben Sie den Artikel mit Freuden gelesen? Ja, also ich weiß nicht, ob streng das richtige Wort ist. Mir geht diese Frage schon ein wenig gegen den Strich, offen gesagt, weil wir tun das doch alle schon immer. Und wenn ich das alles aufnehme, diese Behauptung, niemand redet mit uns von den Rechten, dann bin ich schon genau in der Falle, dass ich deren Inhalte reproduziere. Ich weiß nicht, in welchen Ländern die Leute aufgewachsen sind. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen. Ich hatte Lehrer, die rechts waren. Ich hatte auch Lehrer, die liberal und Lehrer, die links waren. Ich habe schon immer mit Rechten geredet. Da kommt man schlicht und ergreifend nicht drum rum. Deswegen stört mich gleich diese Inszenierung, mit Rechten reden, die große neue Erlösung. Das ist nichts, das ist banal eigentlich. Und die andere Frage mit dem Herangehen, das ist ja die, also das kann man so machen oder so machen. Wenn der Spiegel beispielsweise, ich bin ja eher für die Neurechte, weniger für die AfD zuständig. Wenn der Spiegel ausgerechnet einen Pop-Journalisten in ein Milieu schickt, das vom Habituellen lebt, also ich rede über diese 6 Seiten Kubitschek Home Story, dann wundert mich es nicht, dass da viel wichtiger ist, dass sich die Eheleute Kubitschek siezen und dass es einen Ziegenstall gibt und solche Dinge und die wesentlichen Zitate gar nicht vorkommen. Und das ärgert mich dann schon sehr, weil eben genau diese Inszenierung dann eben wunderbar funktioniert hat. Insofern, ich bin überhaupt nicht dagegen, mit Leuten mit Rechten zu reden. Ich habe regelmäßig Rechte in meinen Veranstaltungen. Es ist nur die Frage, wie man das macht, mit welchem Hintergrund. Ihr Buch habe ich mit Freude gelesen durchaus. Es gibt aber auch andere Bücher. Ne? Insofern, es kommt darauf an, worauf man vorbereitet ist. Vertiefen Sie das bitte noch eine Sekunde. Sie haben gerade gesagt, die AfD ist ja nicht neue Rechte. Was muss man über die AfD wissen als Journalist, wenn man dann eine größere Arbeit macht und leistet? Was muss man über die historisch wissen? Nun, die AfD hat natürlich eine ganze Menge sehr unterschiedlicher Strömungen eingesammelt in ihrem Gründungsprozess 2013. Das wurde ja nun auch in der Literatur immer wieder beschrieben. Und es gab eben auch sehr früh einen Einfluss, man könnte sagen neurechter Intellektueller, aber das waren nicht die einzigen. Was mir zum Beispiel in der Berichterstattung immer fehlt, ist auch der Einfluss von fundamentalistischen Christen. Das ist auch ein nicht unwichtiger Strang in dieser Bewegung. Wenn wir jetzt aber diese neue Rechte betrachten, dann können wir schon sehen, dieser Einfluss wurde immer stärker. Gestern Abend habe ich ein Interview gesehen mit Herrn Meuthen.
da hatte er sich nochmal distanziert von der äußersten Rechten, von Rechtsextremen. Da hätte eigentlich gleich mal die Gegenfrage kommen müssen, was machen Sie denn dann in Schnellroda? Mhm. Da war er neulich auf einer Akademie und hat Vielleicht referiert. Erklären Sie dem Publikum nochmal, was Schnellroda bedeutet. Schnellroda ist eben diese eine der Kernzellen, das ist nicht die einzige, dieser neurechten Bewegung, die eine sehr alte Tradition hat, die alles andere als neu ist, die aber stärker in die 20er Jahre hineinreicht, in den Ultranationalismus. Stichworte wären Ernst Jünger oder Oswald Spengler, solche Autoren der 20er Jahre. Und die es tatsächlich immer geschafft hat, den Komplex des Dritten Reiches zu umschiffen in ihrer eigenen Tradition, auch wenn da einiges hin und her gebogen werden musste. Das sind Dinge, die man im Hinterkopf haben muss. Mhm. Und wenn ich noch ein letztes Beispiel geben darf, es hilft deswegen auch nichts, Gaulandreden immer auf Hitler-Inhalte abzuklopfen, wie das auch Kollegen von mir dann leider machen, weil die ideologischen Bezüge im Jahrzehnt davor zu finden sind. Und ich mich immer wieder wundere, wo eigentlich das Wissen über die 20er Jahre, wo das eigentlich geblieben ist, weil das sind die Folien. Natürlich gibt es da auch Zusammenhänge zum NS, aber eben es reicht nicht dieser alleinige Fokus. Herr Decker, Sie beobachten ja populistische Strömungen nicht nur hierzulande, sondern auch in Europa. Und eine der großen Diskussionen, die ich selber noch erlebt habe beim WDR und in der ARD, war immer wieder die Etikettierung der AfD. Ist das eine nationalkonservative Partei mit braunen Tupfern? Ist das eine rechtspopulistische Bewegung mit der Neigung, extrem und gefährlich zu werden? Helfen Sie mal einzuordnen. Also mittlerweile haben wir in der Wissenschaft, und das ist eigentlich dann auch im Alltagssprachgebrauch und im journalistischen Sprachgebrauch übernommen worden, einen Konsens darüber, dass sich die AfD einreiht in einen neuen Typus von Parteien, der eben nicht klassisch rechtsextrem ist, sondern den man bezeichnet hat als rechtspopulistisch. Also Herr Gebler hat das ja auch angedeutet, was ist Populismus? Ist diese Anti-Establishment-Orientierung, die einhergeht mit Bezügen auf das Volk. Also das Volk wird positiv betrachtet, das einfache, rechtschaffende Volk wird kontrastiert mit der Elite, allerdings nicht das ganze Volk, also speziell beim rechten Populismus haben wir dort auch eine Ausgrenzung bestimmter Teile des Volkes. Insoweit auch hier eigentlich ein Konsens, der rechte Populismus ist antipluralistisch und antiliberal. Ich würde sagen, das ist vielleicht in gewisser Weise eine Verkürzung, weil man damit auch sagt, er ist per se antidemokratisch. Und da haben wir jetzt einen Punkt, bei der AfD haben wir ganz starke Verbindungen auch zum Rechtsextremismus in dieser Form der Intellektuellen. Ich tue mich ein bisschen schwer, das Adjektiv im Zusammenhang mit der neuen Rechten zu verwenden. Heinrich August Winkler, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Weiß, hat gesagt, die neue Rechte heute ist eigentlich nur ein müder Abklatsch der konservativen Revolution in der Weimarer Republik. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus schließen sich nicht aus. Das ist ganz wichtig in der Begrifflichkeit. Und wir haben in Europa unterschiedliche Beispiele. Ich glaube, eine Partei, die man doch ganz gut vergleichen kann mit der AfD in dieser Hinsicht, ist die österreichische FPÖ, wo sie sehr stark eben auch diese braunen Flecken, ich würde wissenschaftlich neutral sagen, das sind eben rechtsextreme Einsprengsel, die aber zugenommen haben, die stärker genommen sind, ohne dass sich schon die Mehrheit der Partei ausmacht. Ich glaube auch, dass das ein deutsches Spezifikum ist. Wenn wir die AfD betrachten, den Rechtspopulismus, den harten Kern des Rechtspopulismus in Europa gibt es seit den 80er Jahren. Die Namen, auch die Personen, die sich damit verbinden, sind uns ja alle geläufig. Der Front National, die italienische Lega Nord, die FPÖ, die gab es zwar schon vorher in Österreich, aber die ist von Haider dann auf diesen Rechtskurs gebracht worden.
Und die Frage war doch, warum hat das in Deutschland so lange gedauert? Warum hatten wir bis zum Jahre 2013 hierzulande keine relevante rechtspopulistische Partei? Das ist gar nicht so leicht zu erklären, denn wir hatten ja seit der deutschen Einheit im Vereinigten Deutschland unterschiedliche Erscheinungsformen des Rechtsextremismus. Die neue Rechte ist eine, aber wir hatten natürlich den gewaltförmigen Rechtspopulismus, der dann auch nicht, da sind wir auch wieder beim Medienthema, der dann auch nicht immer in den Medien war, sondern nur, wenn dann mal wieder was passiert war. Aber das war auf konstant hohem Niveau. Und auch als dieser Flüchtlingszuzug dann 2015 eingesetzt ist, da haben ja tagtäglich Asylbewerberheime und Flüchtlingsunterkünfte gebrannt. Und ich glaube, dass es da schon eine regelrechte Abstumpfung gegeben hat in der deutschen Öffentlichkeit. Also wir haben das ein bisschen aus dem Bewusstsein verdrängt, dass es diese unterschiedlichen Formen des Rechtsextremismus gab. Und jetzt kommt bei der AfD eines hinzu. Wo immer, und es hat ja auch Versuche gegeben in der Bundesrepublik, rechtspopulistische Parteien zu lancieren. Ich habe lange Zeit in Hamburg gelebt, konnte das da auch hautnah beobachten. Die Stadtpartei, die Schill-Partei, dann die Republikaner, Mitte der 80er Jahre entstanden, Anfang der 90er Jahre auch erfolgreich, als wir hatten ja bereits eine solche Situation mit starkem Zuzug von Asylbewerbern Anfang der 90er Jahre. Aber diese Parteien sind alle wieder verschwunden. Sie konnten sich nicht etablieren. Und einer der Gründe war natürlich, dass sie ein Problem haben im Umgang mit rechtsextremen Tendenzen. Und ich glaube, dass das in Deutschland ein notorisches Problem ist. Denn die rechtsextremen Kräfte versuchen dann anzudocken an solche rechtspopulistischen Organisation quasi aufzuspringen auf sie wie ein Trittbrett und das birgt gewisse Probleme. Ich würde sagen, das ist ein notorisches Problem für die AfD und das ist auch einer der Gründe, warum das Wählerpotenzial, Sie haben ja nach dem Vergleich gefragt, der AfD zumindest im Westen, im Ostdeutschland gelten andere Bedingungen. Wir machen ja den Fehler, dass wir viel zu wenig sehen, dass man Ostdeutschland als eine postkommunistische Gesellschaft eher mit Polen, Ungarn, mit anderen postkommunistischen Ländern vergleichen muss, als mit dem sogenannten großen Bruder im Westen, an den es dann Anschluss zu finden gilt. Das haben wir viel zu lange ebenfalls verdrängt. Also diese Verbindung zum Rechtsextremismus, glaube ich, begrenzt das Wählerpotenzial für die AfD. Und Herr Gebler, Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, Verfassungsschutz, Beobachtung durch den Verfassungsschutz darf nicht dazu führen, dass wir das quasi als Ersatz betrachten für die eigentlich notwendige politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus. Voll einverstanden. Aber ich würde das trotzdem nicht unterschätzen. Denn man sieht ja, was das auch in der AfD für Sorgen auslöst. Das begrenzt also doch ihr Wählerpotenzial in einem bürgerlichen Wählerspektrum, das sie ja gerade in der alten Bundesrepublik adressieren wollen. So, das war so viel Input. Und Frau Amann und Herr Weiß, die wollen schon unbedingt darauf antworten. Dann tun Sie das. Ja, also vielleicht vorab kurz ein Satz zu Herrn Weiß, kann er dann gleich auch noch darauf antworten. Ich fand, Sie sind ein bisschen sehr hart da doch jetzt gegen meinen Kollegen Tobias Rapp bei dieser Kubitschek-Geschichte vorgegangen. Das kann ich fürchte ich nicht so stehen lassen. Also Sie haben ihn hier als Pop-Journalisten, der quasi wie so ein Halbblinder da reinstolpert und nichts kapiert und dann über Banalitäten schreibt. Also es kann sich ja jeder ein Bild machen. Diese Geschichte lässt sich ja noch immer online abrufen. Das sind 6 Seiten. Der hat sich schon sehr, sehr intensiv mit dem Gedankengut von Herrn Kubitschek befasst. Also die Ziege und das Siezen war da allenfalls ein Randaspekt. Das würde ich jetzt ungern so stehen lassen. Aber eine Ergänzung zu Ihnen noch. Ich sehe es in vieler Hinsicht wie Sie, Herr Decker. Und da hat auch diese Höcke-Recherche mir auch noch mal was, also in mancher Hinsicht die Augen geöffnet. Die Tatsache, dass er vor der AfD seit Jahren schon politisch aktiv war, das war für mich eine der Erkenntnisse auch aus dieser, der neuen Erkenntnisse aus dieser Recherche, dass er eben in diesen ganzen rechten bürgerlichen Zirkeln, die es gerade in Westdeutschland gibt, sehr eng verwurzelt war. Und das waren Gruppierungen, von denen ich teilweise noch nie etwas gehört hatte, mit Namen wie Stimme der Mehrheit oder so und Deutsche Patriotische Gesellschaft, was weiß ich.
Und ich habe für die Recherche mit jemandem gesprochen, der schon mal eine Debatte angezettelt hat oder an dessen Person sich schon mal eine Debatte angezettelt hat, nämlich Martin Hohmann, der ja aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen wurde wegen dieser Rede, die um den Begriff Tätervolk, die Juden als Tätervolk kreiste. Und als ich mit ihm sprach und ihn fragte, wissen Sie denn etwas über diese Demonstration, an der Herr Höcke teilgenommen hat, diese von der NPD mitgestaltete Demonstration zum Jahrestag des Bombardements auf Dresden. Da gab es eine rechtsextreme Demonstration, bei der Herr Höcke teilgenommen hat, gibt es auch Videos von. Und dann fragte ich ihn, hatten Sie da irgendwie auch mit zu tun oder waren Sie da auch? Und dann sagte er, nein, aber es sei ja nun mittlerweile allgemein bekannt und werde auch kaum noch bestritten, dass die Methoden der Alliierten im Zweiten Weltkrieg eigentlich den Methoden Hitlers in wenig nachstanden. Und ich fand diesen Satz ungeheuerlich, also diese Aussage und diese Bewertung, ich meine, einen Bombenangriff zu vergleichen mit einem industriellen Massenmord, das ist schon, aber mir ist dann einfach aufgefallen im Nachhinein, das war von ihm auch gar nicht als Provokation gemeint. Also er wollte gar nicht mich da schockieren oder so, sondern das ist, er sprach etwas aus, was in seinen Kreisen eine Selbstverständlichkeit ist. Und deswegen, das hat mir auch nochmal so eine neue Sicht auf die AfD gegeben, dass die eben ein Phänomen ist, das sich aus einem Teil unserer Gesellschaft wirklich als alte und neue Rechte zugleich irgendwie speist, dass es eben Kreise gibt, in denen die Position, die jetzt die AfD vertritt, von Vogelschiss bis Stolz auf die Soldaten im Zweiten Weltkrieg sein dürfen, beides Zitate von Gauland, dass das dort also überhaupt kein Tabubruch ist, sondern eine völlige Selbstverständlichkeit und dass das eben jetzt erst uns im vielleicht tatsächlich in der Hinsicht linken Establishment sozusagen uns schockiert das vielleicht noch, aber das juckt in der AfD kaum jemanden. Herr Weiß. Gut, also über das, die Home Story will ich mich gar nicht weiter streiten. Aber ich würde auch sagen, das macht ihr später. Ja. Das machen wir später, genau. Ich wollte nur zwei Einwände noch bringen. Erstmal die Begrenzung des Wählerpotenzials. Das passt wunderbar zu Ihrem Beispiel. Die Leute sprechen teilweise aus innerster Überzeugung und finden dann eine Echokammer, die ihnen zustimmt. Und ich fürchte, wir können durchaus beobachten, dass es eine Mitradikalisierung gibt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn man das seit Gründung der AfD sagt, dass sie jetzt aber wirklich den Bogen überspannt haben und dann fährt Meuthen doch zum Kyffhäuser-Treffen und es stört niemanden wirklich so sehr. Also da gab es genug Schritte, wo ich dachte, wenn es diese liberalen Strömungen oder nationalliberalen Strömungen in dieser Stärke noch gäbe, mit dieser Widerstandsfähigkeit, dann müssten die eigentlich längst mal antreten und das tun sie aber nicht. Und das Zweite ist, ich würde auch nicht unterschätzen, also ich meine den Begriff des Intellektuellen jetzt vor allem formal und nicht normativ in dem Sinne als eine emphatische Beschreibung. Wir sollten uns nicht immer wieder auf diese Gründungslegende der Bundesrepublik einlassen, dass die äußerste Rechte ein Unterschichtenphänomen ist. Das war sie historisch nie, zu keinem Zeitpunkt und das war sie auch in der Bundesrepublik nicht. Also da kann ich in den Radikalnationalismus der wilhelminischen Zeit gehen, da kann ich mir Weimar anschauen oder ganz extrem die Ränge im Reichssicherheitshauptamt im Dritten Reich. Da habe ich hochgebildete Leute, Technokraten, Akademiker und so weiter. Das halte ich für falsch, immer nur zu sagen, da sind doch gar keine Intellektuellen, weil ich kenne das Gegenphänomen. Ich werde ja relativ viel angerufen dann von Journalistinnen und Journalisten und um Auskunft gebeten. Da fällt häufig gleich am Anfang, der hat einen Verlag, der hat so viele Bücher, das kann doch gar kein Rechter sein. Natürlich kann jemand ein Rechter sein, der ein Haus voller Bücher hat. Ja, warum denn nicht? Dankeschön. Gäbler? Ja, okay. Zu einem ähnlichen Thema eine Anmerkung machen. Auch da wiederum Plädoyer für Differenzierung. Es war schon auch interessant, dass Herr Gauland eben nicht in Chemnitz war. Ja, also dass er seine Landesvorsitzenden alle vorgeschickt hat, aber auch wusste, warum er selbst sich jetzt nicht neben die Pegidisten und so weiter stellt. Von diesen geistigen Traditionen, von denen Sie ja wahrscheinlich am meisten wissen, Herr Weiß, das finde ich auch hochinteressant, diesen Rückbezug. Da möchte ich auf einen kleinen Aspekt hier aufmerksam machen dürfen, auch weil es sich hier doch im Großen und Ganzen um eine gewerkschaftliche Veranstaltung oder gewerkschaftsnahe handelt. Einer der geistigen Urväter dieser Neurechten ist ja Armin Mohler. Sie wissen das genauer, aber wenn ich nicht ganz falsch liege, war der sowas Ähnliches wie Sekretär einer Siemens-Stiftung. Jetzt haben wir ein Phänomen. Alice Weidel hält ihre Jungfernrede im Bundestag
Und es gibt einen einzigen Vertreter der deutschen Wirtschaft, Joe Käser, der danach twittert gegen sie, also bestimmte Grundlagen für Weltoffenheit und so weiter, gegen diese Kopftuchmädchen, das schadet Deutschland und so weiter. Das ist die Oberfläche, die wir sehen. Dahinter macht Joe Käser Folgendes. Er versucht, die deutschen DAX-Konzerne zu gewinnen, eine Initiative, wo mindestens 2-3 Bindestriche stehen, die sozusagen inhaltlich gegen die AfD stehen. Nicht Anti-AfD-Resolution, aber so für Weltoffenheit, für das und so weiter. Und was macht er? Er scheitert krachend. Mhm. Der Erste, der sagt, auf keinen Fall, wir machen da nicht mit, ist der Chef von Adidas, der das auch aktiv begründet damit, dass er sagt, er will seine Kunden nicht verlieren. Das sind so Phänomene, die sozusagen, wie soll ich sagen, eine Art dieser tiefen Wurzeln in dieser Gesellschaft zeigen, auf die wir wirklich auch aufmerksam machen müssen, wenn wir sozusagen, damit wir nicht nur über parteipolitische Phänomene berichten. Ja. Man kann auch dieses, was ich meinte, Herr Decker, mit dem Verfassungsschutz, das haben Sie richtig interpretiert. Ich meine, wir dürfen uns nicht auf Taktiken verlassen, verstehen Sie? Wenn man an die Substanz des Bewusstseins will. Wir alle kannten die Republikaner. Die Republikaner sind damals sehr stark geworden im Studienzentrum Weikersheim in Baden-Württemberg. Dieses Studienzentrum Weikersheim wurde eingerichtet von Filbinger und er bekam dafür als Deal, dass die NPD, die damals 9,2% im Landtag hatte, nicht mehr antrat. Und es war dann ein geistiges Zentrum geschaffen, wo rechte Unionskreise und NPD wunderbar miteinander konferierten und so weiter. Und wenn wir bei den Spendern gucken und den Rundorganisationen, auch rund um die AfD, tauchen uns plötzlich immer wieder Namen auf, die wir früher auch aus Weikersheim bekannt haben. Ja? Also es ist schon eine Tiefenschicht der Gesellschaft da, ein geistiges Voraussetzungspotenzial, sagen wir mal, wo wir genau drauf schauen müssen, wenn wir nicht nur mit Taktiken, Sozialpolitik, Verfassungsschutz glauben, dem begegnen zu können. Das wollte ich sagen. Wir haben jetzt einen recht guten Blick erarbeitet, glaube ich, an die Notwendigkeit, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen und nicht voraussetzungslos in unsere tägliche Arbeit zu gehen. Ich möchte jetzt nochmal zu den beiden Praktikerinnen kommen und zu einem Thema, was Sie ja auch was du ja auch, Bernd, in der Studie sehr betont hast und auch eben in der Rede, die Internetpartei. Inwieweit müssen Qualitätsmedien sehr viel präsenter sein online, als sie es bisher sind? Und wir wissen alle hier, wie schnell das geht. Also die AfD macht eine Rede im Bundestag und 2 Sekunden später Alice Weidel hat wieder den etablierten Altparteien eins reingetunkt. So, ne? Das ist ja auch wieder die Geschwindigkeitsproblematik. Aber nochmal an Sie beide die Frage, wie sehr müssen die etablierten Medien, ich sage es lieber nicht, die Qualitätsmedien rein ins Internet und da sich sehr viel mehr positionieren? Natürlich müssen wir rein und da dürfen wir auch nicht mehr raus, auch wenn manche Verlage das anders sehen. Aber ich glaube, gerade auch für ARD und ZDF ist es extrem wichtig, im Internet präsent zu sein und da eigene Narrative, eigene Interpretationen anzubieten. Einordnungen, das Stichwort erklärender Journalismus ist schon gefallen. Ich denke, das ist etwas, was auch absolut ins Netz gehört von den Medien aus. Das gehört zu den Dingen, die wir anbieten müssen, in Formaten, die wir so im Fernsehen nicht anbieten. Also wenn ich jetzt wirklich von der Fernsehbrille spreche. Wir haben zum Beispiel im Hauptstadtstudio ein neues Format für unsere Social-Media-Seiten. Das heißt Begriffen, also Begriffe und dann ein großes N. Eine Kollegin oder ein Kollege stellt sich hin und nimmt Wörter auf, Begriffe auf, wie zum Beispiel Hetzjagd oder jetzt bei der Spendenaffäre nochmal Parteiengesetz und was überhaupt Spenden, Parteispenden zum Beispiel als Begriff angeht und dröselt das einfach ein bisschen auf, ganz, ganz simpel letztlich mit ein paar Schlagwörtern, die dann aber mit Background, mit Hintergrund, mit Kontext, mit juristischem Fachwissen unterlegt werden. Das Ganze ist eine knappe Minute lang. Solche Dinge müssen im Sinne eines erklärenden Journalismus, glaube ich, die passen dann in die sozialen Medien und da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten.
immer wieder was Eigenes zu entwickeln. Wir dürfen auf keinen Fall, denke ich, der AfD hinterherhecheln, was Geschwindigkeit angeht oder womöglich einfach alles so ähnlich machen wie die. Das sollten auch die anderen Parteien nicht machen, wenn man dann einen Ratschlag geben will, was ich manchmal so ein bisschen als Reflex sehe bei anderen Parteien. Das ist so ein bisschen kindlich, so haben wollen, will ich auch haben, was die machen, und ich will es noch größer haben und noch mehr Geld reinstecken, aber es bringt nichts, wenn man es nicht klug macht, ne? Und das Erklärende ist das eine, und ich denke, was wir auch machen müssen und was wir als Medien, die wir ja sowieso sehr im Fokus stehen gerade mit unserer Arbeitsweise und sehr in der Kritik stehen, wir müssen eben auch eine gewisse Zweigleisigkeit, also wir müssen auch demonstrieren, dass wir transparent sind, dass wir offen sind, dass wir auch Anregungen aufnehmen und dass wir auch auf die Menschen draußen eingehen. Und das kann ein ganz konventionelles Format wie Facebook Live sein, was wir sehr, sehr häufig machen, wo wir uns mit Politikern hinsetzen, wo wir sagen, so und jetzt 15 Minuten lang, 30 Minuten lang, wir nehmen Zuschauer- und Userfragen auf, die können dann in dem Moment eingespeist werden. Das machen wir sehr, 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 sehr aktiv. Aber das sind alles nur, na, das sind Beispiele, Einzelbeispiele. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen in die Richtung und da bleiben. Frau Hamann, was funktioniert gut, was schlecht? Online. Online? Ja, also ich würde sagen, dass ich durch das Thema AfD zu denen im Hauptstadtbüro bei uns gehöre, die mehr mit online machen, also mit den Kollegen oder auch für online schreibe, als viele andere, weil einfach sich viel so ad hoc ergibt und man ad hoc reagieren muss, und dann ist eben der wöchentliche Redaktionsschluss zu langsam, um drauf zu reagieren. Was funktioniert gut oder nicht gut? Also wenn ich jetzt mein eigenes Verhalten auf Twitter beobachte, dann glaube ich, dass ich in der Anfangszeit oft den Fehler gemacht habe, so mit dieser Häme auf Verhaltensweisen der AfD zu reagieren. Letztlich ist man als Berichterstatter da sehr unter Beobachtung, und ich versuche das jetzt schon seit geraumer Zeit mir zu verkneifen, also dann da so eine Kommentierung irgendwie in die Richtung, ja, schaut her, die Vollpfosten, das haben sie wieder falsch gemacht oder so, weil es gibt, ich beobachte das bei Kollegen, dass das manchmal so ist, ich kann den Impuls verstehen, ich denke es manchmal auch, aber ich denke irgendwie, das ist doch jetzt nicht die Art, weil ich muss dann doch wieder auf den Parteitag gehen, und ich will ja auch, dass die Leute, über die ich dann da twittere oder ad hoc, auf die ich ad hoc reagiere, ich muss ja die irgendwie dann doch dazu bringen, dass die auch noch mit mir sprechen, und damit ich auch verstehe, in welche Richtung entwickelt sich die Partei und wohin entwickeln sich einzelne Personen. Und also da würde ich sagen, das ist etwas, was vielleicht früher nicht so super geklappt hat, jetzt besser geklappt hat. Ansonsten würde ich auch sagen, wir haben uns auch sehr abgewöhnt bei Spiegel Online, eben dieses schon Storch twittert und wir melden ad hoc quasi. Das ist, aber ich finde auch, dass es da das schon noch geben muss, weil es gibt ja immer wieder eben diese, aber das haben Sie jetzt auch gar nicht ausgeschlossen, es gibt eben immer wieder so diese bestimmten Sprüche oder Äußerungen, die wie so eine neue Eskalationsstufe sind, und dann ist da auch ein Berichterstattungsinteresse da, finde ich. Dann kann man nicht sagen, das berichte ich jetzt nicht, weil das so ein blöder Tabubruch ist oder so, sondern dann kriegt das Publikum auch nicht das ganze Bild von dieser Partei oder von dieser Person, wenn ich das jetzt so auslasse, aber es ist einfach immer wieder eine schwierige Abwägung. Mhm. Herr Decker, in der Studie heißt es, und ich empfand das ehrlich gesagt, Bernd, als Allgemeinplatz, der Journalismus muss noch stärker im Alltag der Bürger präsent sein. Ich frage jetzt nicht dich, sondern den Herrn Decker, der populistische Bewegungen und ihre Erfolgsmechanismen gut kennt. Wie kann sowas gelingen? Ich kann doch nicht den Leuten sagen, jetzt lest mal immerzu von Amann die guten Analysen oder schaut mal die schlauen Dokumentationen von Frau Dohr an. Also ich glaube, die Frau Dohr hat es ja eingangs gesagt, es gibt wahrscheinlich schon bei den Medien eine Tendenz, genauso wie bei Verbrechen der Täter interessanter ist als die Opfer, sind bei der AfD die Akteure selber, ist die Partei selber als Objekt der Berichterstattung interessanter, weil auch in gewisser Weise leichter zu fassen, als die Wähler, die Anhänger oder der geistige Nährboden, wie wir das eben analysiert haben. Aber ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir die Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus im Grunde nur auf dieser Metaebene führen, sondern wir müssen natürlich, und das machen wir ja
jetzt auch in der Wissenschaft, das ist eigentlich sogar die wichtigste und interessanteste Frage, was liegt denn diesem Phänomen zugrunde und wie kann man erklären, dass das auch keine singuläre Erscheinung einzelner Länder ist, sondern dass dieses Phänomen des Rechtspopulismus mehr oder weniger alle demokratischen Gesellschaften zeitgleich erfasst hat. Als vor 2 Jahren Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist, konnte man auch bei vielen Journalisten dann lesen, jetzt sei der Rechtspopulismus auch in den USA angekommen. Also da wäre so ein Stück Hintergrund, auch historischer Hintergrund, natürlich gut gewesen. Natürlich, der hat sich dort auch seit den 60er Jahren aufgebaut und eine entsprechende Tradition. Also ich glaube, das wäre schon wichtig, dass die Medien genau das stärker ausleuchten. Und es gibt eine Reihe von Gründen für dieses Phänomen. Das sind die sozialen Dinge. Das macht die ARD jetzt in dieser Woche oder seit 2 Wochen mit dieser Themenwoche Gerechtigkeit. Das finde ich ganz gut. Da hat man diesen Fokus. Natürlich müssen wir, das Stichwort kulturelle Identität, wir müssen auch über Fragen reden, die sich mit Zuwanderung verbinden. Und das wäre jetzt von meiner Seite zum Beispiel ein starker Kritikpunkt an den Medien. Der Rechtspopulismus versucht uns ja einzureden, dass das Heil der Lösung der Probleme im Nationalen liegt, im Rückzug auf die Nationalstaatlichkeit. Und das ist natürlich eine totale Illusion. Die Briten lernen das ja jetzt brutal. Es ist eine Souveränitätsillusion, der wir unterliegen. Und das müssen wir natürlich den Menschen deutlich machen. Das müssen die Parteien tun, aber das müssen eben auch die Medien tun. Und wir haben mit der Europäischen Union ja eigentlich schon eine hervorragende Antwort auf dieses Souveränitätsproblem gefunden. Aber ich finde, da findet viel zu wenig Vermittlung statt. Da müsste sehr viel mehr erklärt werden, aufgeklärt werden im besten Sinne. Und das ist natürlich eben auch eine Aufgabe der Medien. Aber worüber wir eben gesprochen haben, sollen sich die Medien im Internet anders präsentieren. Die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus, der ja ein Parteiphänomen ist, müssen die anderen Parteien führen. Und die haben dort einen sehr großen Nachholbedarf. Aber da muss ich nicht die Medien kritisieren, da brauche ich mir nur unsere Parteien anzugucken, die ängstlich vor diesem Thema zurückweichen, vielleicht aus der Sorge, dass sie damit im Grunde einen Antidiskurs der Rechtspopulisten noch stärker legitimieren. Ich glaube, dass das genau die falsche Antwort ist. Aber das finde ich, da würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen, denn jetzt Sie haben die Themen, die Sie angesprochen haben, da sind Sie ja dann schon sehr stark im Bereich Bewertung und gar nicht im Bereich Erklärung. Also zum Beispiel die Frage, ob jetzt der Brexit den Briten gut oder schlecht tut, ist ja bekanntlich sogar dort mehr als umstritten. Und die Frage ist jetzt, ob wir als Journalisten dann sagen sollen, schaut her, seht ihr, was ihr davon habt mit dem, was in Großbritannien funktioniert und lernt mal daraus, dass es bei uns nicht so laufen soll oder so. Das ist so sozusagen diese Art, also wenn der Journalismus das so machen würde und viele AfD-Leute sagen, dass wir es so machen, dann... Das würde, glaube ich, eher noch Abstoßungsreaktionen, gerade im AfD-Milieu erzeugen. Bleiben wir bei diesem Beispiel Brexit. Also das wichtigste Anti-Thema der Ausstiegsbefürworter war die Freizügigkeit in der Europäischen Union. Und da ist es ja so gewesen, dass die Briten, anders als etwa die Deutschen oder die Österreicher, sich 2004 nach der Osterweiterung der Europäischen Union dafür entschieden haben, die Grenzen gleich zu öffnen, auch also diese 4 Freiheiten des Binnenmarktes voll zu realisieren. Das ist im Nachhinein, übrigens ein sozialdemokratischer Premierminister war das, Tony Blair. Und Schröder hat gesagt, wir können das nicht, also wir brauchen eine Übergangszeit. Wir haben heute überhaupt keine Probleme mit den Polen und bei den Briten war das wichtigste Thema. Über diese Fragen müssen wir reden. Also die Europäische Union, die sich dann als reine marktliberale Veranstaltung betrachtet und sich nicht darum kümmert, was der Markt dann eben anrichtet, in sozialer Hinsicht, auch in kultureller Hinsicht und eben auch was Zuwanderung anbetrifft. Und
das ist eben auch eine Aufgabe, also eine ganz zentrale Aufgabe der Medien. Denn vieles, also zum Beispiel, dass die Europäische Union keine besonders demokratische oder nachvollziehbare Veranstaltung ist, dass es nicht besonders transparent ist, wie dort Entscheidungen getroffen werden, das ist doch keine Chimäre oder Erfindung der Rechtspopulisten, sondern sind tatsächliche Probleme und die müssen dann eben auch offen angesprochen und diskutiert werden. Ich möchte... Ja, klatschen Sie ruhig. Nein, ich möchte trotzdem, wir neigen immer dazu, so ein bisschen diese Adlerperspektive einzunehmen. Und ich möchte nochmal sozusagen auf den Boden kommen dabei. Ich habe eben gefragt, aus der Studie lernend, dass die Journalisten stärker im Alltag der Bürger präsent sein sollten. Das ist eine Binse und es wird nicht eingelöst. Es wird auch deswegen nicht eingelöst, weil die Journalisten sich sehr ähnlich sind. Das Meinungsspektrum ist vielleicht enger, als es sein sollte, aber vor allen Dingen die Journalisten haben meistens einen homogenen Hintergrund. Sind häufig aus Akademikerfamilien oder sind selber welche und so weiter. Und jetzt die Frage an alle mit diesem Hintergrund. Kennen Sie Menschen privat, sind Sie befreundet mit AfD-Freunden? Und wie reden Sie mit denen? Ich glaube, das nützt hier ganz vielen hier im Saal. Mir würde das nützen, weil ich das inzwischen auch kenne und manchmal einfach die ganze Politik weglasse, weil ich nicht mehr argumentieren kann. So, Frage an Sie. Die Frage ist, wie definieren Sie jetzt AfD, also sozusagen Sympathisanten, Wähler, ja, also Funktionäre, Leute, Mitglieder? die lautstark diese Positionen gerne diskutieren. Onkel, Tante, Nachbarn und so weiter. Also von Ihnen weiß ich es ja, dass Sie berufsmäßig schon mit denen zusammen sind, deswegen will ich mit den anderen mal anfangen. Ja, also ich glaube, bei mir ist es so, dass viele Leute, weil sie wissen, dass ich berufsmäßig mit denen so viel zu tun habe, sich auch eher im privaten Umfeld als Leute bekennen, die AfD mögen. Also das habe ich sowohl im Verwandten- als auch im Freundeskreis. Ich meine, ich habe Jura studiert in der Juristenszene. Scheint mir da irgendwie die Dichte etwas höher zu sein als bei anderen Fächern, wenn man ein interessantes Studienobjekt vielleicht, Studienthema. Also ja, es gibt diese Leute und oft das Interessante ist oft, dass ich oft die Argumentationsstrukturen der AfD-Leute wiedererkenne bei Freunden oder Verwandten, die aber sagen, ja, mit der AfD hat das aber nichts zu tun. Ich habe diese Meinung, aber die wollen gar nicht unbedingt als AfD-Sympathisanten wahrgenommen werden, sondern sie sagen, ich habe halt irgendwie da eine abweichende Ansicht und zwar die. Und dann sage ich, ja, das ist aber auch 1:1, das ist, dann bist du wahrscheinlich eher AfD-nah und so. Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist da dann noch so eine halbe Schweigespirale quasi. Also sie verschweigen nicht die politische Ansicht, sondern sie verschweigen nur das Bekenntnis, was die Konsequenz daraus ist. Und wie geht es den anderen? Ja, es gibt natürlich in der Verwandtschaft solche Positionen. Was mich dabei fast am meisten wundert, weil ich ja sozusagen im weitesten Sinne doch noch vom Fach bin, ist, bis in welche Details hinein viele sich dann informiert zeigen oder auch oft falsch informiert sind. Also ich hatte jüngst wieder so eine Debatte, die ging von Hölzchen auf Stöckchen und endete dann alles in diesem UN-Migrationspakt. Und das Gegenüber ist eine Dame aus der Verwandtschaft, die wollte mir nun haarklein jedes Mal sozusagen ihre Vorbehalte artikulieren, indem sie sagte, da steht doch das und das drin. Da steht drin, alle Medien dürfen nur noch positiv über Flüchtlinge schreiben. Dann sage ich, oh, halt, stopp, lass uns mal nachgucken. Und dann steht da tatsächlich, sind da Begriffe drin, man wundert sich fast, was da drin steht. Da steht, man muss sachlich schreiben, man muss ohne Vorbehalte schreiben und dann steht sogar am Ende drin, in der Menschheitsgeschichte war Migration eher, hatte positive Effekte, das steht auch in diesem Medienkapitel. Ja? Aber das dann im Detail, das ist dann sozusagen kondensiert, immer wieder in solchen Behauptungen und die gehen oft in ungeheure Kleinigkeiten. Also wenn du über Syrien diskutierst, wo, welche Gebiete genau inzwischen befriedet sind und wo man doch welche hinschieben kann und wo nicht und warum das überhaupt mit dem Assad und liegt das nicht doch alles daran, dass Obama heimlich Sympathien mit den Muslimen hatte und so weiter. Also du kommst von Hölzchen auf Stöckchen und dann merkt man die Schwierigkeiten zu argumentieren. Aber das mit dem Alltag, Sonja, meinte ich jetzt, damit ich die Binse nochmal rette. Ich meinte es wirklich relativ
normal. Also wenn ich in Marburg eine Zeitung mache, muss ich zur Wahlveranstaltung der AfD in Marburg gehen und gucken, was sind da für Leute und was reden die da. So einfach meine ich das. Wenn ich das nicht mache, so war es nämlich da, steht im Lokalteil nur Farbbeutel auf AfD-Büro geworfen. Das war die Pressemitteilung der AfD. Oder AfD-Mann beschwert sich, weil Antifa-Studenten ihn als Nazi bezeichnet haben. Das steht dann in der Lokalseite. Nur das. Von dem, was sonst so da ist, was da Politik ist, was die sitzen sogar im Kreistag und das kommt nicht vor. Ja, das musst du aber machen. Mhm. Und da musst du eben sagen, da war der Metzgermeister und der hat das und das gefragt und da war das. Einfach ein Interesse an diesen Leuten auch haben. Frau Dohr, Sie haben... Sie haben meine Verwandtschaft dran. Nein, nein, Sie müssen sich jetzt, Sie müssen nicht outen, aber ich finde das hochinteressant, weil wir glauben immer, die Kraft der Argumente reicht. Ja? Und dann gerät man plötzlich in so eine Situation, dass man ein Gespräch simuliert, aber nicht wirklich austauscht. Also ich habe in meiner Verwandtschaft, in meiner derzeitigen weiteren Verwandtschaft noch keinen AfD-Wähler entdeckt, obwohl ich manche in Verdacht habe oder hatte und da auf mehr oder weniger geschickt dann immer dran rumfrage. Sie behaupten aber, sie täten es nicht und sie, also ganz komisch. Ich muss dazu sagen, ich bin ja Österreicherin, ich bin in Kärnten aufgewachsen, ich bin mit Jörg Haider groß geworden, als er groß geworden ist und als er noch nicht groß war und mein Großvater war Nazi. Und war es schon vor 33 und ist es immer geblieben. Ich habe dann für mich einfach, für mich war es spannender, auch schon mit 16, 17. Ich war zwar politisiert, ich hatte meine politische Meinung, es war aber spannender, meinem Nazi-Opa zuzuhören, als mit ihm zu diskutieren. Das mag man feige nennen, aber ich fand das einfach spannender und es hat mir fürs Leben irgendwo auch viel gebracht. Es war ihm immer klar, dass ich eine andere Haltung habe, aber es ist nie in die offene Konfrontation gegangen. Ich wollte die Kommunikation immer aufrechterhalten. In Österreich ist das irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders gelaufen manchmal. Und ich kannte aus Österreich auch dieses Phänomen, dass in Kärnten bei bestimmten Wahlen dann plötzlich die FPÖ 50% hatte oder knapp dran war. Und wenn du rumgegangen bist und gefragt hast, wer hat ihn gewählt, haben alle Nein gesagt. Das war immer sehr faszinierend für mich und auch erschreckend und ich sehe das teilweise auch jetzt und deswegen habe ich immer noch diesen Verdacht bei Teilen meiner Verwandtschaft. Wenn ich jetzt Alltag sehe, es ist auch schon die Homogenität bei Journalisten, wir haben alle denselben Lebenshintergrund, wir haben dieselbe Ausbildung. Ich bin gerade vom Prenzlauer Berg in Wand nach Weißensee gezogen, ehrlich gesagt, es ist ein Freilichtmuseum, da sehen alle aus wie ich, die haben die Kinder wie ich, ist alles gleich. Das stimmt, es gibt keine alten Menschen, es gibt keine Ausländer, es gibt nichts. Und das stimmt zum Teil, das ist auch in den Medien immer noch ein Problem, obwohl es das Bemühen gibt, also da mehr Heterogenität herzustellen. Im Osten, im Weißen See, aber zum Beispiel, Gott sei Dank, gibt es den Fußballverein meiner Söhne. Alle aus dem Osten, alle Ex-DDR. Und da ist aber auch, also das war für mich dann auch mal eine der persönlichen Begegnungen und wo ich wirklich vor einer Wand stand. Und für mich ist die AfD nach wie vor in Deutschland immer ein ganz, ganz starkes, also was es so spannend macht, ist das Ostphänomen. Es ist eine Ostpartei und eine Westpartei, ist jetzt sehr simplifiziert, aber so sind wir vom Fernsehen, aber Osten ist für mich wirklich sehr, sehr spannend und da ist im Osten etwas gewachsen, was ganz, ganz viele in Politik, in Zivilgesellschaft und in Medien nicht mitbekommen haben und zwar über Jahrzehnte und da müssen wir einfach nachholen. Herr Weiß, Sie zum Schluss. Herr Decker, Sie wollen auch. Eine, okay. Ich sage auch nicht zur Verwandtschaft, aber es gibt noch einen anderen, Bereich neben Parteien und Medien, wo natürlich die Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus stattfinden muss. Das ist die politische Bildung. Das sind Schulen und Hochschulen. Ich selber werde ja häufig eingeladen von Trägern der politischen Bildung, zum Beispiel zu Lehrerfortbildungen. Und wenn Sie dann in Ostdeutschland dort mit Lehrern zu tun haben, die sich wirklich bekennen als AfD-Wähler, da haben wir natürlich ein Problem. Und wir hatten das Problem zum Beispiel auch an unserem eigenen Institut für Politikwissenschaft in Bonn, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich bin selber nicht auf Facebook, aber mir wurde das dann berichtet, sind dort aktiv gewesen in der AfD, einer sogar in einem Amt in Bonn. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine ganz große
Herausforderung. Die AfD drängt ja jetzt Kraft ihrer parlamentarischen Präsenz in allen Bundesländern im Deutschen Bundestag. Sie partizipiert ja auch an den ganzen Möglichkeiten, die der Parteienstaat bietet. Und ich habe da ja gleich schon am Anfang mein blaues Wunder erlebt, als ich dann in den ersten Aufsätzen über die AfD noch nicht als rechtspopulistisch charakterisiert habe, 2013, sondern so in die Richtung, dass der Keim des Rechtspopulismus angelegt ist in dieser Partei. Das hat sich ja auch bewahrheitet. Und da gab es schon gleich einen Aufstand, also gegenüber der Bundeszentrale für politische Bildung, die diesen Artikel verbreitet, weil sie hatten ja auch gefragt, darf man überhaupt einen Begriff wie Rechtspopulismus, der ja durchaus auch als wertender Begriff, auch als Kampfbegriff in der Auseinandersetzung verwendet wird, darf man den überhaupt benutzen? Ich glaube, jetzt ist das Thema auch geklärt für die Medien, dass man das darf, weil es eben auch ein analytischer Begriff ist. Aber das wird natürlich gerade in der politischen Bildung eine ganz große Herausforderung sein und bleiben. Herr Weiß, Sie sind dran. Ja, also weder mein Lebens- noch mein Wohnumfeld ist homogen. Also das kann ich, glaube ich, nicht sagen. Ich wundere mich auch, dass anscheinend alle Journalisten da so sein sollen, das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich wohne allerdings in einem Stadtteil, der sehr multikulturell und auch sozial sehr durchmischt ist, in dem die AfD aber praktisch keinerlei Stiche gemacht hat. Und interessanterweise, wenn ich Vorstellungen höre, wie denn die Welt einzurichten sei, die der AfD ähneln, dann kommt das beispielsweise auch von konservativen Muslimen. Da gibt es ja merkwürdige Parallelen. Also insofern gibt es das durchaus auch in meinem Lebensumfeld. Aber ich wundere mich auf der anderen Seite über dieses Klischee, das immer wieder kommt. Ich bin ja kein Journalist, dass sie alle so homogen wären. Und dann schaue ich mir an, wie viele ehemalige oder aktive Journalisten auch selber in der AfD beispielsweise sind. Also kann es doch nicht sein. Also wo kommt denn dann ein Herr Armin Paul Hempel her beispielsweise? Was hat denn ein Matusek davor gemacht, der jetzt nicht in die Partei gehört? Ein Klonowski und so weiter, die kommen doch selber aus dem Apparat letztendlich. Also ganz so homogen kann doch ihre Berufsgruppe dann nicht sein, oder? Also, naja, politisch homogen und sozial homogen sind ja zwei verschiedene Sachen. Die AfD hat ein Doppelgesicht. Sie lässt sich gerne einladen. Sie spricht gerne mit den Medien und sie beschwert sich gleichzeitig darüber und führt Strichlisten. Sind wir oft genug in die Talkshow gekommen? Sind wir porträtiert worden? Gab es 15 Minuten Parteitagbericht und so weiter? Führt das dazu, dass Journalisten sowas wie eine Schere im Kopf kriegen? Ich muss besonders fair sein. Ich muss auf Quantitäten achten. Frau Amann? Also es war bei mir definitiv eine Weile so. Ich würde sagen 2016, als dieser erste Erfolgskurs der AfD mit den Landtagswahlen kam, da habe ich mich, es gab bei mir dann so eine Phase, wo ich mich wirklich wahnsinnig bemüht habe, immer so ganz ausgewogen, also aus meiner Sicht ausgewogen, zu berichten. Und ich habe mir das dann wieder abgewöhnt, beziehungsweise ich versuche immer noch, jeden fair zu behandeln, dem ich da begegne. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass letztlich die sie nie zufrieden sein werden mit mir. Also es ist, ich kann mich noch so sehr, ich war neulich im Presseclub das erste Mal und ich strebe ja auch nicht an, dass die AfD jetzt glücklich und zufrieden über meine Berichterstattung ist, aber als ich neulich im Presseclub irgendwie gesagt habe, ja, ich finde nicht, dass das, ich sehe im Moment, bin mir noch nicht so sicher, ob es sinnvoll ist, die Bundespartei als Ganze jetzt vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen, sie kommt mir jetzt nicht vor, als sei sie als Ganze eine die demokratische Gesellschaft bedrohende Partei sozusagen, sondern eben in Teilen und in Regionen und mit Abstrichen und so. Und die Reaktionen waren letztlich wieder so genau wie dieselben. Ja, die AfD-Hasserin und die uns alle über einen Kamm schert, wo ich dann denke, ja gut, wenn ihr noch nicht mal zuhört dabei. Also ich habe wirklich den Eindruck, sie werden erst zufrieden sein, wenn ich sage, ja, also das ist wirklich eine super Partei, keine Einwände und weiter so. Bon Courage. Oder nur noch protokolliere, wie ja, Frau oder Kapit. Eben nur so ganz statisch protokolliere, aber auch sogar das ist ja nicht
sozusagen nicht wirklich genug, denn sie wollen ja das Lob. Das ist ja das, was man, denke ich, was Kollegin Dohr auch oft erlebt. Es ist ja so wirklich so dieses Lechzen nach Anerkennung und geliebt werden. Also es ist eigentlich fast eher ein Fall für einen Psychologen, denke ich manchmal, als für einen Politikwissenschaftler oder für einen Journalisten irgendwie, dass das schon diese Sehnsucht nach Anerkennung und nach Unterstützung ist. Und weil sie die Journalisten gerade eben ansprachen, das sind ja oft eben Leute, die diese Anerkennung in ihrem Berufsstand verloren hatten oder vielleicht nie hatten und sie bei der AfD auf ganz neue Art finden. Also nehmen wir Nikolaus Fest, verstoßen aus dem, wurde jetzt gestern, glaube ich, auf Platz 5 oder so der Europawahlliste gewählt, wird jetzt also ins Europaparlament kommen mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich meine, der hat jahrzehntelang sich, glaube ich, bei Springer recht wohl gefühlt und dann fiel er da in Ungnade zum ersten Mal und jetzt ist eben Springer im Nachhinein ein ganz furchtbarer Laden und alle sind so angepasst und die Journalisten insgesamt sind so blöd und also ich bin sicher, dass wenn der damals nicht gefeuert wäre, dann wäre der jetzt noch immer da und würde immer noch wahrscheinlich fröhlich weiter seine Kommentare schreiben und da sich von Springer alimentieren lassen, aber jetzt ist er halt rausgeflogen nun mal, deswegen hat er sich dann halt als Anti-Establishment-Kämpfer da gerät er sich jetzt. Und eben dieses Muster, finde ich, das zeigt ja auch schon, dass da überhaupt keine normalen Maßstäbe auch an unsere Berichterstattung angelegt werden. Es gibt ja, Frau Dohr, Sie kriegen jetzt das Wort, es gibt Strömungen, die ganz klar die Pressefreiheit innerhalb der AfD als Störfaktor ansehen und Journalisten nicht nur schlecht finden, sondern attackieren, verachten. Sie scheuen sich auch nicht vor Abrechnung. Wir haben ja einige Tweets auch lesen dürfen, wo dann gesagt wird, es kommt der Tag der Abrechnung, wir werden euch aus euren Redaktionsstuben zerren. Ich weiß nicht, Gauland hat ja auch mal gesagt, er will die anderen jagen. Also dieses Feindbild ist stark. Und haben Sie schon mal in pessimistischen Stunden überlegt, was mit Ihnen passieren würde, wenn diese Partei das Sagen hätte? Nein. Okay. So pessimistisch bin ich nicht. Das habe ich mir nicht überlegt, aber natürlich kenne ich das Phänomen und mache mir da auch keine Illusionen mehr. Trotz aller Annäherungsversuche, sag ich mal, und Anbiederungsversuche, die Melanie Ammann gerade schon schön beschrieben hat und auch den psychologisierenden Anteil kann ich voll unterschreiben. Das ist manchmal schon erstaunlich, dieses Lechzen nach Anerkennung und irgendwie auch Liebe. Das schlägt natürlich schnell um. Also ich werde dann im Bundestag auch gern vorm Lift gestellt von irgendeinem Abgeordneten, der mich anschreit und ich denke, er will jetzt irgendwie inhaltlich, ne? Oder inhaltlich werden oder ideologisch werden, aber er schreit dann nur, warum er am Tag zuvor nicht hinter 20 Uhr war. Und ich war zwar nicht die Autorin, aber irgendwie bin ich dran schuld. Und also das ist alles wahnsinnig emotional zum Teil, teilweise wirklich in manchen Fällen, im Fall für einen Psychologen, glaube ich. Und auch durch persönliche Herkunft natürlich dann auch nochmal erklärbar. Ich will jetzt aber auch nicht herablassend klingen und das nicht psychologisieren allein. Ich glaube, da kommt man auch nicht näher dran und das ändert auch nichts sozusagen. Also das zu konstatieren ändert auch nichts am Phänomen. Die Janusköpfigkeit ist ja schon angesprochen worden. Es ist ja noch viel schlimmer, ist es für mich in den letzten Monaten. Also es ist das eine, das Schimpfen, die Medienschelte, das andererseits reinwollen, das ist ja noch verständlich. Das ist auch menschlich und aber auch fachlich verständlich. Natürlich wollen die rein in die Medien, die haben ja auch ein Recht darauf. Also es ist jetzt nicht unberechtigt. Das Irre ist ja auch, dass sie uns ja durchaus auch respektieren, dass sie ihre Meinungsbildung, also wir sind ein wichtiger Teil ihrer Meinungsbildung. Das ist mir auch in der Bundestagsfraktion immer klarer geworden. Es gab skurrile Momente, wo zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann bei einem Pressegespräch, da hat er einen Antrag vorgestellt, der in der Woche in die Plenarsitzung sollte von der AfD. Es ging um CO2-Messungen. Da hat er das vorgestellt, dann hat er gefragt, ob wir Fragen haben. Es gab in dem Moment keine Fragen. Dann hat er zu einer unglaublichen, völlig unprovozierten Medienschelte angesetzt in diesem Raum und hat uns alle beschimpft. Das sei ja wieder typisch. Wir hätten also keine Fragen. Das Thema sei uns ja offensichtlich total neu. Wir hätten keine Ahnung von irgendwas. Die AfD hat uns wieder die Arbeit abgenommen und hat recherchiert. Wir hätten mal recherchieren sollen, dass es da im Argen liegt mit den CO2-Messungen. Das Lustige war, dass dieser Antrag 1:1 auf Basis eines ARD-Beitrages formuliert war. Da waren sogar Zitate in Kleingedruckten. Das waren alles O-Töne aus diesem ARD-Beitrag, ich glaube, es war Plus-Minus.
da war nichts, da war gar kein fachlicher Zusatzbeitrag von der AfD noch dabei. Die haben einfach die ARD geguckt, haben gesagt, super, machen wir uns zu eigen und haben daraus einen Antrag formuliert. Solche Erlebnisse hatte ich relativ viele, Parteiveranstaltungen in Brandenburg, ein Bewerber für ein Amt geht auf die Bühne und sagt, beginnt mit den Worten, ihr habt ja gestern auch alle die Tagesschau geguckt, da haben sie berichtet. Das ging dann natürlich in lauten Buhrufen unter, das sagt man nicht bei der AfD, da wird man auch nicht gewählt, da ist auch nicht gewählt worden. Aber alle im Saal wussten natürlich, wovon er spricht, die hatten es alle geguckt. Und das ist so, das führt zu grotesken Szenen. Ich habe gestern Abend eine sehr, sehr spannende Dokumentation zu Ende geguckt, die ich allen nur ans Herz legen kann. Mission Wahrheit heißt ja auf Deutsch. Es aus den USA, es beobachtet die Arbeit der New York Times in Zeiten von Trump, beginnt mit dem Amtseid von Trump und wie geht die New York Times damit um. Und gestern im vierten Teil war da so eine Szene, die war für mich wahnsinnig typisch. Ein New York Times Mensch, ein Reporter ist unterwegs und trifft Steve Bannon, also den Erzfeind. Zwei Erzfeinde stehen sich gegenüber. Natürlich ist der Kontakt, die fahren im Auto zu einer Veranstaltung, total, jetzt nicht freundschaftlich, aber völlig korrekt, auch von Seiten Steve Bannons. Und man merkt in diesem Gespräch, Steve Bannon respektiert diesen Mann, der respektiert seine Berichterstattung, die sind auf Augenhöhe. Und Steve Bannon sagt, man unterhält sich über einen Artikel, über Bücher, die man schreibt, und Steve Bannon sagt, das Blöde, wenn man prominent wird mit Büchern, man muss sich mit solchen, ich weiß nicht, Schnapsnasen, wie die jetzt in der Scheune auf uns warten, unterhalten. Und äußert sich total despektierlich. Und dann gehen sie rein in diese Scheune, also eine Veranstaltungshalle, und da warten die Trump-Anhänger und die Breitbart-Leser und da warten Steve Bannons Leute, die er gerade noch beschimpft hat im Auto, und sehr glaubwürdig. Steve Bannon geht auf dem Weg zur Bühne noch an dem New York Times-Menschen vorbei und gibt ihm noch ein paar Informationen, weil die sich, ne, man kennt sich, man schätzt sich sozusagen, er schätzt ihn, und dann geht er auf die Bühne und sagt, toll, dass ich heute bei euch bin, ihr seid die tollsten Menschen der Welt, ich verbringe den Abend super gern bei euch und guckt mal, die Fake News und die Lügenpresse, die sind auch schon da, dieser Idiot von der New York Times, der immer nur lügt. Mhm. Und das ist so, das habe ich bei der AfD auch schon oft erlebt, Melanie Ammann sicher auch, dass man glaubwürdig versichert bekommt und das auch merkt, die lesen einen, die hören einen, die sehen einen, die bilden sich daraufhin ihre Meinung und dann gehen sie auf die Bühne und schreien, wir sind alles Idioten. Und wir gehören weggesperrt, ja, und mit dem Bus abgeholt insofern. Ja, nach euren Enthüllungen jetzt über Weidels Parteifinanzen, mehr, ja. Da haben auch tatsächlich einige zu mir gesagt, ja, ist doch ganz gut, dass es die Medien gibt, dass die das jetzt rausgefunden haben mit Frau Weidel und ihrem, aber natürlich nach offiziell heißt es dann wieder nur alles irgendwie erfunden und völlig aufgebauscht und müssen wir erstmal in Ruhe selber aufklären. Ich habe ein Interview mit Jörg Meuthen gemacht, jetzt am Wochenende in Magdeburg, du warst ja auch da und da hat er gesagt, Gott sei Dank gibt es jetzt den Verfassungsschutz und die Beobachtung der JA, das ist ja nützlich für uns, weil der jungen Alternative, wenn wir nicht mit denen fertig werden, so Verfassungsschutzbeobachtung hilft uns dabei. Ne? Mhm. Absurd, grotesk. Wir bleiben noch mal bei diesem Hassliebe und die Doppelgesichtigkeit. Noch mal Herr Weiß. Bernd Gebler hat es vorhin angesprochen, ganz kurz referiert, aber vielleicht können wir es nochmal aufgreifen. Es gab diese denkwürdige Begegnung der dritten Art, nämlich von Kai Gnifke, seines Zeichens Chef der Tagesschau, ganz ernsthafter und seriöser Journalist, und Peter Frey, Chefredakteur ZDF, dasselbe. Die beiden sind Gesichter, das, was wir klassisch Qualitätsmedien nennen. Die bekamen eine Einladung. Sie gingen in die Höhle des Löwen. Der Tonfall war relativ zivilisiert, aber wie Bernd auch gerade sagte, zu den Bedingungen der AfD. War das jetzt total blöd? War das mutig? War das eine Sache, die vielleicht etwas daneben gegangen ist, weil es eben zu den Bedingungen der AfD passierte und sie am Ende gesagt hat, wir wollen eine rechte Talkshow, also die hatten sehr viel Selbstbewusstsein daraus gezogen, muss man das trotzdem machen? Ich bin weit davon entfernt, so etwas als blöd zu bezeichnen. Also bei einer Partei mit signifikanten Wähleranteil kommt man schlicht und ergreifend nicht drum rum, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und wenn es auf dieser Ebene ist, die Frage, das wurde ja auch vorhin schon gesagt, ist, welche Bedingungen kann man denn selber stellen? Ich habe das auch so in Erinnerung, dass die Moderation durchaus auch eine
sagen wir mal, Schlagseite hatte. Und beim Publikum der Begriff zivilisiert auch nicht immer passte. Insofern, ja, man kann das machen, man muss das natürlich auch machen. Die Frage ist, wann erreicht man die berühmten Grenzen der Aufklärung? Also wir reden jetzt ja dauernd über die Frage, bringen Argumente und Gegenargumente tatsächlich etwas? Genau. Und da habe ich durchaus auch Erfahrungen mit Leuten, die in meinen Veranstaltungen im Publikum sitzen, die nach einer Diskussion dann sagen, sie haben sachlich meinetwegen recht, aber ich fühle das anders. Mhm. Und da haben wir dann ein großes Problem, also Uffe Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung hat ja genau über diesen Aspekt gerade ein Buch geschrieben, Zornpolitik, also die Frage, wie man eigentlich in der politischen Auseinandersetzung mit dem Gefühl umgeht, das leider auch ein großer Faktor ist. Und die reine rationale Antwort, und deswegen ist diese Interviewsituation mit diesen vier Leuten auch wirklich ein Problem, weil das Publikum dann ja in Buhrufe verfällt beispielsweise. Also die rationale Antwort will gar nicht gehört werden. Mich hat das an etwas erinnert. Sie verzeihen, dass ich wieder historisch werde, das ist mein Beruf. Es gibt von 1948 eine Studie über faschistische Agitation in den USA von Leo Löwenthal vom Frankfurter Institut für Sozialforschung. Und der zeigt das sehr genau auf, wo diese Grenzen der Aufklärung liegen. Und das ist nämlich der Moment der negativen Psychoanalyse, wie es genannt wird. Das heißt, der Agitator, der will immer triggern. Anders als der Therapeut. Ja, der Therapeut, der alle Spannung auflösen möchte in der Analyse, der Agitator will die Spannung verstärken. Und das ist genau der Punkt, wo solche Konfrontationen einfach an ihre Grenzen kommen, weil wir hier eine Partei haben, deren Agitatoren davon leben, dass die Spannung erhalten bleibt und immer weiter getriggert wird. Deswegen, ja, mit dieser Situation muss man umgehen. Da würde mich natürlich interessieren, wie das in der Praxis dann aussieht, weil ich... Also meine Erfahrung ist wirklich, es gibt einen Punkt, wo die Debatte nicht mehr sinnvoll ist in der Veranstaltung. Wenn der Gegenüber sagt, ich fühle das anders, dann kann ich nichts mehr sagen. Und deswegen ist meine Strategie, ich wende mich sowieso ans Gegenmilieu. Das sind Dinge, die sind auch schwer generalisierbar. Also für Wissenschaftler ist es vielleicht ein bisschen leichter, sich da auch auszuklinken. Also ich habe zum Beispiel für mich selber beschlossen, ich gehe nicht in Diskussionen, wenn da jetzt AfD-Politiker mit dabei sind. Gab auch Ausnahmen, also ich habe mal eine Deutschlandfunk-Sendung gemacht mit Frauke Petri damals noch, da war aber noch ein anderer Kollege dabei, Anton Pelinka aus Österreich, und wir haben die da ganz gut in die Zange nehmen können, also das ging dann ganz gut aus. Aber es war zum Beispiel immer eine Diskussion, soll man der jungen Freiheit, die fragen andauernd an oder regelmäßig an, soll man der jungen Freiheit ein Interview geben? Und ich habe für mich selber beschlossen, ich mache das nicht. Also ich möchte es nicht machen, aber andere, auch ein Mitarbeiter von mir hat das mal gemacht. Ich habe dann mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, wie ich das sehe, aber ich habe jetzt auch nicht den Stab über ihn gebrochen. Es gibt auch diese Position, also dass man quasi das Forum dann auch nutzen muss, um eine bestimmte Leserschaft zu adressieren mit den Argumenten. Und die kann man dort bringen. Es wird, also die Interviews werden eins zu eins dann auch gebracht. Also es ist schwer, dann auch das wirklich zu generalisieren. Es kommt tatsächlich sozusagen, wer ist gemeint? Es gibt einen Unterschied, ob das Politiker sind, die können dieser Auseinandersetzung nicht ausweichen. Aber bei Medien und bei Wissenschaftlern ist es dann anders. Und es geht natürlich darum, welches Forum ist es, wer sind die Pendants? Und da gibt es wirklich dann Unterschiede, ob man es, was weiß ich, mit Höcke oder mit Meuthen zu tun hat. Also das muss man dann für sich selber beantworten. Kleine Sekunde, Frau Ammann. Ich fand es interessant, dass Sie sagten, wir haben die in die Zange genommen, weil wir sind jetzt bei diesem Block, der mir sehr wichtig ist, also bei der Schlusskurve, und Sie dürfen auch gerne anfangen, zum Stichwort Haltung. Darf man als Journalist Haltung zeigen? Muss man? Ist das unprofessionell? Als zweites möchte ich gerne Bernd Gebler dazu hören. Was heißt faire Abbildung und Darstellung? Also ich wollte jetzt eigentlich eher noch an Sie anknüpfen, noch was sagen zu diesem ARD-Format mit der AfD, also mit Herrn Gnifke, der da zu Gast war. Können Sie gerne, aber dann bitte weiter. Ich glaube, dass, also da ich für einen privaten Verlag arbeite, würde ich sagen, habe ich noch ist ein bisschen leichter als jetzt zum Beispiel du, weil es ist
es ist, wenn ich für ein Medium arbeite, das vom Rundfunkbeitrag finanziert wird, dann bin ich in einer anderen Rechtfertigungspflicht natürlich, als wenn ich jetzt sage, wir sind ein privates Haus und ich trete auf, mit wem ich will, und wenn ich nicht will, dann will ich halt nicht. Aber was jetzt das Thema Haltung angeht, ich weiß nicht, ich finde, das ist ein Begriff, der jetzt so ein komisches Übergewicht bekommen hat irgendwie. Also ich finde es falsch zu sagen, man muss als Journalist mit einer gewissen, der Partei an sich mit einer gewissen Haltung gegenübertreten. Ja? Also die über das hinausgeht, was ich sowieso die journalistischen Arbeitsprinzipien ausmache. Also ich würde jetzt nicht sagen, weil ich... Und da ist Höcke vielleicht auch ein guter Anhaltspunkt für. Ich sage jetzt nicht, weil ich irgendwie Höcke so als Person so furchtbar finde oder seine Ansichten so furchtbar finde, rede ich nicht mit ihm oder schreibe nicht über ihn, weil das ist eben meine Haltung, so, sondern ich sage, das ist jemand, von dem ich definitiv weiß, dass der unsere Leserinnen und Leser wahnsinnig interessiert. Er hat auch einen Nachrichtenwert, er hat ein Gewicht in der Partei, eine Relevanz in der Partei, die ihn sozusagen zu einem relevanten Berichtsobjekt macht, und deswegen gehe ich dahin, aber ich gehe dann da nicht hin mit der Bugwelle der Demokratin sozusagen, die versucht, ihm dann da zu sagen, so, jetzt pass mal auf, Höcke, jetzt musst du dich hier aber dem Tribunal der Demokratin eben stellen, sondern ich finde, man muss dann, man muss sich da eine gewisse Offenheit bewahren, weil sonst ist es auch ein komisch verzerrter Blickwinkel. Ich bin ja nicht die Richterin über ihn, sondern ich bin die journalistische Richterin über ihn, wenn man so will. Und da hilft mir jetzt so, da finde ich, wird heutzutage eine übertriebene Erwartung von vielen, glaube ich, auch an die Rolle des Journalisten eben heranbrannt. Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, die AfD irgendwie zu überflüssig zu machen. Aber andererseits, vielleicht noch das, und dann höre ich auch auf, was ich bemerke mit Sorge ist, dass wenn wir die Probleme, die es mit der AfD gibt, die Regelverstöße, die sie im politischen Leben betreiben, die Rechtsverstöße, die Finanzmauscheleien, die Widersprüche und auch die Unredlichkeiten, die ich dort immer wieder beobachte, wenn wir die anprangern, dass es letztlich bei der Klientel dann doch keinem wirklich hilft. Also selbst wenn ich da jetzt noch mit noch so viel Haltung da irgendwie daherkäme und das noch aggressiver und massiver anprangern würde, es wird trotzdem immer nur gesagt, na gut, und die anderen sind noch viel schlimmer und interessiert uns nicht, und die AfD ist trotzdem toll. Und das ist so, da tritt bei mir so eine gewisse Frustration ein, weil ich einfach merke, dass da unser Beruf bei denen einfach an Bedeutung verliert und man sie nicht mehr erreichen, man gewisse Leute einfach nicht mehr erreichen kann. Ich möchte, dass Bernd Gäbler erstmal etwas sagt, weil ich glaube, du argumentierst dafür, dass Journalisten die AfD nicht anders behandeln sollen als alle Parteien. Ja, das ist ja, glaube ich, auch Handwerk, also dass man sozusagen die Regeln gegenüber allen gleich einhält, ist klar. Also wenn, was weiß ich, Herr Pazderski, der macht sowas gerne, steckt Melanie Amann was zu und sagt, das darfst du veröffentlichen, ohne mich zu nennen als Quelle. Und wenn sie das bei Andrea Nahles macht, dann muss sie das auch bei Pazderski machen. Oder wenn man nicht sagt, wir machen ein Interview aus und ihr dürft es gegenlesen, dann hat Frauke Petri genauso das Recht, das gegenzulesen wie, Sigmar Gabriel. Ja? Und dann kann ich nicht sagen, wie der Mannheimer Morgen das gemacht hat, ich veröffentliche mal eben die Rohversion und guck mal, was da Fieses drinsteht. Und dann sagt die Frauke Petri, naja, das hätte ich ja gestrichen. Also das geht dann nicht. Also gleiche Regeln finde ich selbstverständlich. Ich finde Haltung im Moment tatsächlich so inflationär gefeiert, und es ist ein bisschen billige Münze geworden, ein bisschen einfach geworden. Also wenn Leute dann ihren Hund im Internet vorzeigen und der hat das Schild umhängen, Mut steht da drauf, und dann gibt es irgendein armes Würstchen von der Pegida, der hat diese Journalistin beschimpft, und dann geht die voll ausgerüstet mit Kamerateam, Tonmann auf den zu und mit Riesenmannschaft und sagt dann, jetzt wollen wir mal den Dialog führen, und dann ist dieses arme Würstchen natürlich nach 2 Minuten mauseklein, und dann sagt man, boah, war die mutig, die geht auf ihre Kritiker zu. Also das finde ich im Moment alles ein bisschen billige kleine Münze. In dem Sinne bin ich nicht für Haltung, das ist oft sozusagen auch ein schöneres Wort für Meinung, und ich finde, eine Meinung kann man haben, aber die muss man dann gut begründen. Vielleicht darf ich noch einen Punkt sagen, der mir ein bisschen Sorge macht, und das hat was zu tun mit der Homogenität der Journalisten auch. Die Frage ist,
was sind die Themen? Decker hat schon ein paar genannt, Europa, Souveränitätsversprechen und so weiter. Worüber man eigentlich Gegenkräfte, die ja in der Gesellschaft da sind, anspricht, berichtet über diese. Im Moment sehe ich die stärkste Polarisierung zwischen AfD auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gegenkräfte, vor allen Dingen im Moment bei den Grünen sammeln die sich, sind vor allen Dingen Individualisten, die sozusagen sagen, ich möchte eine Gesellschaft, in der jeder nach seiner Fasson selig werden kann und für all diese verschiedenen individuellen Glückswege möglichst hohe Toleranz. Das ist okay. Und finde ich auch richtig, man will so eine Gesellschaft. Das Problem, was dahinter steckt, ist, dass in der Regel da das Level des Individualismus ungeheuer hoch ist und aus der Addition dieser Subjektivismen in der Regel nicht ein anderer Gesellschaftsentwurf hervorgeht. Also Sie sehen das in den USA klassisch, sozusagen das Einsammeln der Minderheiten ist quasi nicht identisch mit einem wirklichen Entwurf, der sozusagen was Alternatives zu bieten hat. Und das wäre hier, ich spiele wieder leicht darauf an, das ist ja hier was, ich glaube, man sagt dann immer gewerkschaftsnahe Stiftung, das ist ja eigentlich was, wo auch so etwas wie kollektive Werte zählen. Nicht nur der Individualismus. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment, dass fast alles, was kollektiv ist, sehr stark den Beigeschmack des Formierten, des nicht so Pluralen, des nicht so Freien an sich hat und sozusagen Gegenkräfte im Sinne einer formierten Gegenkraft, die meinetwegen auch den Wert von Institutionen schätzt, der ist nicht so ausgeprägt. Ich sage ein kleines Beispiel noch beim Wert von Institutionen. Wir hatten in Bremen eine AfD-Veranstaltung in der Bürgerschaft, das Parlament, haben die einen Raum gemietet, eine Veranstaltung gemacht. So weit, so gut. Konnte man hingehen, zugucken, wollte ich auch. Da steht an der Tür ein Türsteher der AfD und der entscheidet, wer reinkommen darf und wer nicht. Das heißt, das Parlament der Stadt Bremen oder des Landes Bremen delegiert das an einen AfD-Mann, der entscheidet, wer da reinkommen darf. Ich fand das einen ungeheuerlichen Verstoß gegen sozusagen das, was ich für eine demokratische Institution halte. Bei den Gegenkräften war das aber so, naja, wieso, lass die doch machen, sind die doch blöd, demonstrieren wir halt draußen und so weiter. Und da finde ich, verstehen Sie, was ich meine, da finde ich ein Problem im Moment drin. Wir haben sozusagen bunten Individualismus hier, starke kollektive formierende Kraft bei der AfD und viele Journalisten fühlen sich sozusagen diesem bunten Individualismus zugehörig. Es gibt zum Beispiel viele junge Journalisten, die ich erlebe in Kursen, die sagen, ich verstehe gar nicht, dass die Weidel rechts ist, die ist doch Lesbe, da muss die doch links sein. Und du sagst, was, wieso das denn? Was hat das miteinander zu tun? Ja? Und dieses Bunte, finde ich, reicht nicht. Also. Frau Dorr, ich muss den Bogen noch mal zu meiner vorletzten Frage machen, weil Bernd Gebler in eine andere Dimension jetzt aufgetaucht ist. Dürfen Journalisten Aktivisten sein, im Netz Meinungsmache betreiben? Es gibt Kollegen, die wir beide auch wahrscheinlich durchaus respektieren und gut finden, die sagen, während den Anfängen, bam, sie twittern, sie empfinden sich nicht als Moralisten, sondern tatsächlich als lebendige Demokraten. Ist das in Ordnung? Sie mögen das tun, es ist nicht meine Auffassung meines Berufes. Ich glaube auch nicht, dass es hilft. Und zwar jetzt nicht hilft, in dem Sinne, die AfD klein zu machen, weil das tatsächlich nicht unser Job ist. Das müssen schon andere machen. Ich fühle mich davon in keiner Weise angesprochen. Also wenn da natürlich ein Tagesthemenkommentar, das ist Meinung, das ist als Meinung gekennzeichnet in Printmedien, das, ne? Wenn das klar gekennzeichnet ist, gut, das ist transparent, das ist natürlich völlig in Ordnung. Wenn Leute auf Twitter mit heiliger Wut gegen die eine oder die andere Richtung vorgehen, denke ich mir, was bringt das? Es ist für mich es ist vielleicht menschlich verständlich, aber es ist zutiefst unjournalistisch. Es hat für mich keinen journalistischen Wert. Ich denke, nochmal zurück zur Haltung. Ich knabber da ein bisschen dran rum. Ich glaube, Haltung ist das neue Stöckchen. So, ne? Also wir dürfen nicht über jedes Stöckchen springen, jetzt müssen wir alle Haltung haben.
Das ist wohlfeil, ne? Das ist, weiß ich auch nicht genau wiederum, was das ist. Ich bin immer ein bisschen langsamer. Ich muss immer, was meint ihr damit? Und dann verstehe ich es nicht. Ich verstehe auch die Haltung nicht so ganz. Ich glaube, wenn wir uns, so langweilig das vielleicht klingt, zurückziehen auf Handwerk statt Haltung und wenn wir erstmal sagen, so, wir müssen sehr, sehr gut vorbereitet sein. Wir haben geschichtlich einiges nachzuholen und nachzulesen. Wir haben juristisch, wir haben Themenfelder, die vielleicht liegen geblieben sind und. Wir haben Formate, neue Formate in den sozialen Medien, die wir entwickeln wollen, müssen, vorantreiben müssen. Wir haben alte Formate wie Interviews, wo auch bei Gott nicht jedes gut geht, ob es jetzt mit der AfD ist oder mit anderen. Ich glaube, da sind wir schon sehr gut beschäftigt. Und wenn wir erstmal das machen, dann lass uns weiterreden über Haltung und andere Dinge. Meine Damen und Herren, sie hat eine so gute Abschiedsschleife hingekriegt, dass ich sie nicht leisten muss. Das ist gut, weil die Zeit uns weggerannt ist. Und weil ich jetzt noch mit Frau Berger von Verdi sprechen möchte, über das, was Sie als Gewerkschafter mitnehmen können und was wir als Journalisten und als Experten möglicherweise auch von Gewerkschaften lernen können. Ich danke Ihnen sehr. Das war eine sehr heterogene Diskussion, weil das Podium auch sehr heterogen war. Ich habe gelernt, dass es keine Rezeptur gibt, dass Handwerk unendlich wichtig ist, das wusste man natürlich, aber es ist nochmal betont worden, dass es Gespräche gibt, die nur Debatten simulieren, aber dass es auch nicht die Aufgabe der Journalisten ist, etwas zu ignorieren oder kleiner oder größer zu machen, als es ist. Wir sind nicht politische Konkurrenz der AfD. Dass historisches Wissen unabdingbar wichtig ist, möglichst mehr Wissen, dass Ichlinge im Journalismus nicht sehr viel nützen, wenn wir ein großes politisches Bild entwerfen wollen. Das habe ich noch gelernt. Erklärender Journalismus ist jetzt angesagt. Bei der Haltung muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich gerne mitdiskutiert, aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Dankeschön.